YouTube, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und zwar habe ich heute für euch ein Gameplay mit der Wasnef. Und zwar wurde die besser gemacht mit dem Update. Die Waffe von MW2, die wurde ja damals übernommen in MW3, wurde aber schlechter gemacht. Und jetzt wurde die halt wieder besser gemacht mit dem Update und hat sich richtig gut angefühlt. Die hat richtig gebockt. Hab auch eine Nuke mit der erreicht, viele Kills und die hat einfach Spaß gemacht. Und ja, ich will nicht weiter reden. Gönnt euch das Gameplay. Testet die Waffe vielleicht mal selber. Lasst mich wissen, wie ihr die findet und viel Spaß damit. So, let's go. Wir haben die Wasnef in der Hand. Von dem B2. Für die Leute, die das Spiel gezockt haben, ihr müsst die kennen. Das war die Meta-SMG in dem Spiel und die wurde gebufft. Besser gemacht. In dem B3 jetzt. Und jetzt schauen wir mal, wie gut die ist. Hab sie damals geliebt, die Waffe. Aber dann wurde die schlechter gemacht, wo im B3 rauskam. Eigentlich alle MW2-Waffen. Damit man den neuen Waffen eine Chance gibt und nicht auf den alten hängen bleibt, vermute ich mal. Aber jetzt wurde die verbessert. Und ich bin tot. Weil ich in drei Leute reinrenne, stark. Der Klassiker. Okay. Fühlt sich gut an. Sehr gut sogar. Zeige euch, wie es ist. Die droppt schnell. Kaum Rückstoß. Schreddet richtig rein. Zum Gegner, nice. Mein Teammate ist irgendwie der Beste, oder? Eigentlich nicht, aber es kam gerade so, als ob mir alle Kills geklaut werden. Ist ja gar nicht der Fall. So, nachladen. Auf entspannten Hasen. Nice. Das Ziel ist gerade eine verbesserte rauszuhauen. Und dann ordentlich reinzugehen in die Gegner. So. Eins noch verbesserten. Nice. Jetzt haben wir sie. Nice, nice, nice. Hier kommen viele. Aber kein Problem mit dem Headglitch hier. Ich muss mal ein bisschen pushen, sonst wird es hier zu langweilig. Aber jetzt kommt hier irgendwie der ganze Server. So. Spawnt der hier. Und, oh mein Gott, was für ein Turn-on. Oh je. Da wäre ich fast draufgegangen, liebe Damen und Herren. Das war fast mein Untergang, Jungs und Mädels. Bruh. Muss mich mal kurz zusammenreißen. Ich glaube, ich lebe hier gefährlich, ja. Oh mein Gott. Die sind alle um mich herum. Muss jetzt ganz kurz campen. Komm, das klatschen wir raus. Damit können wir gucken, wo die Gegner sind. Okay, alles gut. Oder den Kill habe ich doch gebraucht für die verbesserte Mann. Dankeschön. So. Zwei von Nuke. Eins von Nuke. Da haben wir die Nuke. Let's go. Und ja, jetzt können wir entspannt weiterzocken. Jetzt liegt nicht mehr so viel auf dem Spiel. Die Waffe fühlt sich auf jeden Fall geil an. Jetzt sliden wir hier rein in die Action. Gegner kommt von hier. Let's go.
Müssen wir reinklatschen. Let's go, GG's. 73 zu 4. Hat sich auf jeden Fall gebockt. Zeige euch noch die Klasse und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, Morgen, Rest eures Tages, je nachdem wann ihr das Video schaut, und bis zum nächsten Mal. So, hier haben wir die Klasse. Ist mal wieder auf Englisch, aber sollte eigentlich kein Problem sein, das einfach auf Deutsch genauso hinzubekommen. Gebt ihr einen Versuch, lasst mich wissen, wie ihr die findet. Ich finde die mega geil, also mega gut. Dann bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.